Mein Name ist Florian Weidam. In League of Legends bin ich mehr bekannt als Fat Wambo. Und das war jetzt für mich das zweite Turnier, wo ich jemals war, live. Und es ist echt ein richtig geiles Gefühl. Also, ich muss sagen, es ist eine zweiseitige Klinge. Wenn du Scheiße baust, bekommt das Publikum mit und die Caster. Aber wenn du was Geiles machst, dann mega geil. Einfach die Leute applaudieren vor einem, schreien los und die Kommentatoren hörst du auch noch ein bisschen durch die Kopfhörer. Das ist ein mega geiles Feeling. Also, ich wünsche eigentlich jedem, dass er mal dieses Feeling bekommt. Das ist mega geil. Ja, auf jeden Fall. Ich kann ihm nur zustimmen. Es ist extrem, ein extrem schönes Gefühl, wenn die Zuschauer abgehen. Und sie, man merkt halt einfach, man entertaint sie. Und das ist ja das, was Profispieler eigentlich machen sollten, die Leute entertainen. Und wir haben einfach extrem viel Spaß dabei. Und wir sind echt relativ zufrieden mit unserer Performance. Und noch kurz zu mir. Ich bin Xoinuzi, mein Gamertag. Die Leute nennen mich Eni. Und ich bin halt eigentlich für Fnatic Influencer. Und ich helfe eigentlich nur aus. Also normalerweise spiele ich für DC Legends. Und ja, sie haben mich halt vor 2 Tagen gefragt, ob ich aushelfen kann. Und ich war sowieso hier, also habe ich gedacht, ja, why not? Nochmal eine Stage-Erfahrung mitnehmen. Und jetzt sind wir im Finale. Morgen ein Best of 5 und ich bin mega hyped. Wir haben richtig Bock drauf. Ich glaube, wir werden richtig viel Spaß haben. Also ich denke auf jeden Fall, dass bereits die Qualifikation uns Aufmerksamkeit verschafft und wir dadurch irgendwie ein paar Kontakte knüpfen können, ein bisschen näher an die Community rücken können. Und natürlich wird der ganze Sieg das toppen, aber ich glaube, dass wir so schon da relativ viel mitnehmen von hier. Wir haben natürlich als Organisation auch den Anspruch, dass die Spieler sich darauf konzentrieren, weil unser Ziel ist es halt, groß rauszukommen. Dafür muss man einiges opfern, auch sich dem Spiel natürlich hingeben und viel Zeit investieren. Jedoch sind wir natürlich auch human und sagen, wenn die Leute jetzt eine Klausur am nächsten Tag haben, dann lassen wir da mal eine Trainingseinheit ausfallen, dass sie sich halt einfach auf das Wesentliche, auf ihr Real Life auch vorbereiten können und das nicht außer Acht lassen. Jedoch unter Druck, denke ich, stehen unsere Spieler noch nicht, da wir noch nicht auf dem höchsten Niveau spielen und dementsprechend auch unsere Trainingszeiten legen. Aber es ist schon ein gewisser Leistungsdruck da, da natürlich, wenn der Spieler zu schlecht wird, müssen wir agieren und ihn austauschen. Da ist unser Anspruch ist natürlich immer top, in Topform zu sein und nicht unsere Leistung zu verlieren. Ich sag's mal so, von unserem Team waren jetzt nur 2 Leute da. Die anderen, die da sind, sind schon Profispieler, die unter anderem schon im Gaming-Haus leben. Aber für unsere Spieler aus unserem Team, die auch nicht diese Erfahrung mitgenommen haben, ist es natürlich mal den ersten Einblick in Profispieler, wie es ist, auf einer Stage zu spielen vor großem Publikum und auch diesen Leistungsdruck, weil es macht einen Unterschied, daheim zu spielen, wo man alles kennt, im Vergleich zu einer Stage, wo viele Leute rumlaufen, man wird gesehen, man wird beachtet, die Leute kommen zu einem, wollen vielleicht auch mal ein Bild machen oder so, weil sie uns als Vorbild sehen, wenn sie selbst das Spiel spielen. Und ich denke, das ist so ein erster Schritt, um mal so einen kleinen Einblick zu geben. Wobei ich denke, dass man da sagen muss, dass so zum Profi-E-Sportler auch ein bisschen mehr dazugehört als mal eine LAN-Teilnahme, sondern da wohnt man dann im Gaming-Haus, hat einen ganz anderen Lifestyle an sich. Und klar, das ist mal so ein erstes Schnuppern da rein, aber da ist dann doch noch ein Unterschied, würde ich sagen. Genau dadurch, dass man mal so erste Kontakte knüpft und reinschnuppern kann, mal so ein Event mitnimmt, da mal das andere Level an Nervosität erfährt und auch direkt in den Kontakt mit bereits professionellen Spielern tritt. Ich glaube, dadurch erleichtert das jungen Spielern da irgendwie schon den Einstieg oder kann so als erster Schritt dienen. Also als Tipp für die jungen Spieler kann ich nur empfehlen, sucht euch ein Team, was zu euch passt, wo ihr euch auch untereinander versteht. Das ist oftmals das Problem. Bei uns war es auch so, dass es menschlich nicht gepasst hat und dann ist auch keine Kommunikation zwischen dem Team da. Des Weiteren erfordert es eine hohe Aufopferung im Leben. Man muss Freizeitaktivitäten zurückschrauben und dem Spiel richtig hingeben. Viele sagen zwar auch, es ist kein Sport, aber für uns ist es ein Sport. Also E-Sports ist ein anerkannter Sport für uns und deswegen sagen wir auch, wir zocken nicht nur, sondern wir machen oder betreiben Sport, der sowohl das Gedächtnis anregt, da man einfach Reaktionen zeigen muss, Millisekunden entscheiden bei dem Spiel. Und deswegen als Tipp, sucht euch ein Spiel, ihr müsst opfern und trainiert hart.
Wir haben die DreamHack jetzt als ziemlich gut organisiertes Event wahrgenommen. Es ist ziemlich cool, in der einen Halle mehr so den LAN-Bereich zu haben und auf der anderen Seite, auf der Stage, dann wirklich schon semi-professionelle und professionelle Spieler, sodass man sich da ein bisschen austauschen kann. Da prallen quasi zwei Welten, das klingt fast ein bisschen falsch, aber da prallen irgendwie zwei verschiedene Sichten des E-Sports aufeinander. Und das ist ziemlich cool, das so wahrzunehmen. Und wir sind gespannt, was die DreamHack die weiteren zwei Tage noch zu bieten hat.